Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Brakett und ich bin Chef der Ghost Control Incorporated. Mit meinen zwei wunderbaren Mitarbeitern bin ich gerade auf dem Weg zu einer Mission. Und wir haben neue Nachrichten. Ein Lottogewinner wird gesucht. Bei der Ziehung der Lottozahlen am vergangenen Samstag verschwanden während des Ziehvorgangs auf mysteriöse Weise 48 der 49 Kugeln. Übrig blieb lediglich die Kugel mit der Nummer 6. Interessanterweise teilte die Lottogesellschaft mit, dass es unter den als ungültig aussortierten Teilnahmescheinen genau einen gab, auf dem nur eine einzige Zahl, nämlich die 6, angekreuzt war. Die Polizei stellte kurzerhand einen Zusammenhang fest und fahndet nun nach dem anonymen Tipper, der den Schein abgegeben hat. Die Ermittlungschancen wurden von der zuständigen Behörde völlig zu Recht mit gegen 0 angegeben, so wie die Chance, im Lotto zu gewinnen. Das macht Sinn. Wir sind auf dem Weg zu einem Kühlschrank. Ja, da soll ein Geist drin sein. Ein verfressener Geist. Und ich habe eine völlig neue, coole Falle dabei. Mit einer erhöhten Fangchance. Ja, 5% immerhin. Und mehr Kapazität. Wir kneifen auf keinen Fall. Okay, das ist ein problematisches Problem. Deswegen nennt man es ein Problem. Wir haben kein Licht. Das ist natürlich schade. Dafür ist alles im Offenen. Hey, na komm. Beweg dich. Ja, so ist gut. Dann werde ich meinen Danny Dreamboy nehmen, ja, und ein bisschen erkunden gehen, hier hinter dem Hundehaus. Oh, ich brauche Licht. Warum ist hier kein Licht? Ja, ich weiß. Hier ist kein Türfeld. Ah, ein Halloween-Spuk, ein Ausweichender. Dann leg doch mal deine Falle hier hin. Tief weg. Kannst du auf den schießen? Nicht wirklich, nicht? Sehr unwahrscheinlich. Ja, dann lauf mal näher ran. Nein! Okay, Tee weg. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Das. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Wäre eine Option. Treffer, versenkt! Siehste, der Chef schafft's wieder. Der Chef brät dem wieder eine drauf. Oh nein, die kommen. Nein. T-Wack, okay. Gib's bitte dem Halloween-Spuk. Der soll sterben. Ja, dann weg ist er. Danny Dreamboy. Der Name ist einfach geil. Ja, schieß nochmal auf den. Okay, nächste Runde. Nächste Runde kriege ich den, vielleicht. Nicht wirklich. Okay, dann gib's dem dahin. Danny? Gut. Tee weg. Leg die Falle auf den Poltergeist. Und Danny, du schießt nochmal. Her mit euch, ihr Zwiebelköpfe. Okay, das hat nicht funktioniert. Der ist meiner Falle erst nochmal entkommen. Aber jetzt krieg ich den anderen. Jetzt krieg ich dich da. Ach komm. Mach dir doch keinen Schaden an der Umgebung. Das gehört sich nicht. Okay, Danny, du nimmst die Falle hier und drehst dem nochmal eine drauf. Und dann hoffen wir, dass er einfach in die Falle hier reinläuft. In meinen kleinen Ghoster. Ja, wohl leider nicht. Okay. Kannst du die Falle nicht auf ihn ablegen? Das ist aber schade. Aber du kannst deine Falle bei ihm hinlegen, oder? Und ihm dann nochmal eine draufbraten. Ne, kannst du auch nicht. Eins, ja! 2, 3, es ist vorbei. So na, macht man das. So macht man das. Saubere Arbeit, Leute. Alle Geister eingesaugt. Wieder 400 Pfund verdient und ein bisschen auf den Sack bekommen. So, wo bin ich da hinten? Ja, fahren wir zum Ausrüstungsshop und schauen da mal, ob ich da irgendwas drehen kann. Ob ich mir da irgendwas leisten kann. Vielleicht eine Rüstung. Meine bösen Gegner hier. Ja, meine bösen Konkurrenten. Ja, kaufen wir doch so ein Jumpsuit-Ding nochmal. Und dann müssen wir dringend zur Tankstelle fahren. Ja, mein Tank ist fast leer, ich merk's. Guten Tag, ein Freund gab mir ihre Nummer. Ich habe einen Geist in meinem Wäschetrockner. Du benötigst auf jeden Fall professionelle Hilfe.
Das Problem ist, meine Toaster sind voll. Das heißt, ich muss erst nochmal zum Hauptquartier fahren. Uiuiuiui. Ja, den Auftrag verliere ich. Ja, die haben mir einen Job geklaut. Nächstes Mal sollte ich schneller sein. Ärgerlich. Ein kopfloser Reiter galoppiert mit seinem Pferd durch mein Wohnzimmer. Hilfe! Du benötigst einen Cowboy. Zum Beispiel Danny Dreamboy. Ja, wir sind auf dem Weg. Mach's schnell diesmal. Noch ein Auftrag. Ich kann keinen Auftrag mehr annehmen. Zieh dich noch an? Siehst du gleich viel besser aus. Platz da, ihr Salzknaben. Ihr Salzknaben? Was ist das denn für ein Wort? Okay, dann holen... Oh, das ist ein Klo. Schön. Ich werde dann erstmal nur in Position gehen, ne? Du könntest vielleicht die Falle da hinlegen oder so. Ne, kannst du nicht. Schade. Angreifen kann ich die auch nicht wirklich aus der Entfernung. Da treffe ich nicht. Bleiben wir mal so stehen. Hinter mir ein Skelett. Ein Klappermann, ein teleportierender Klappermann. Nein, nein, aus, pfui, böse. Böse, böse und tote. Also du hast 6 Energie und du 8. Stirb! Klappermann, stirb, stirb, stirb. Lang lebe der Energiestrahl. Ja, das kannst du laut sagen. So, du versuchst ihn jetzt zu fangen mit deiner kleinen Falle. Ja, das hat funktioniert. Au, au, au. Dann nehmen wir mal Abstand, ne? Nimm das. Und das. Okay, der macht was. Der macht auch was. Ja, T-Vec muss wieder einstecken. So gehört sich das aber. Stirb! Stirb schneller! Oh, so ist gut. Und Danny, der Dreamboy. Schauen wir mal. Geben wir dem nochmal seinen Ghoster und dann benutze ich einfach nochmal den Ghoster, den nächsten. Zu wenig Aktionspunkte, bist du dir sicher? Ja, okay, es hat Aktionspunkte gekostet. Es hat Aktionspunkte gekostet, ins Inventar zu gehen. So, dann wird jetzt erstmal Danny Dreamboy einen Schritt zurücktreten oder zwei. Dann der T-Vec. Und dann brätst du dem da eine drauf. Okay. Und du versuchst nochmal an ihm, ja? Damit er jetzt garantiert gefangen wird. Oh, so ist gut. So ist gut. Schauen wir mal, was der nächste Ghoul macht. Er kommt immer näher. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Danny. Kannst du die Falle da aufheben? Kannst du. T-Vec. Du musst es reißen. Läuft doch gar nicht schlecht. So kann man mit leben. Au. Und nochmal T-Vec. Danny, der Dreamboy. Och, der Weg ist blockiert. Das glaube ich ja nicht. Wie denn bitte? Wie ist denn da der Weg blockiert? Ich kann dich nach hier hinschicken, oder? Und dann kannst du die Falle da ablegen. Ja, siehst du? Und gib's ihm. To beam or not to beam. To beam or not to beam. Okay. Damit haben sie mich tatsächlich. Och. Los. Das ist enttäuschend.
am nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Das wäre tatsächlich eine Option, weißt du, Zielen? Das soll schon vielen geholfen haben. Okay, Dream Boy. Hol dir mal wieder die Falle hier. Und die da. Kannst du dir auch gleich holen, nächste Runde dann. Du wirst den Geist ein bisschen jagen. Treffe ich immer noch nicht. Okay, jag ihn ein bisschen weiter. Da kannst du stehen bleiben. Verflucht! Das gehört sich aber nicht. Da hilft jetzt nur der heiße Draht. Her mit der Falle. Und stirb! Ich mache mir Sorgen um meinen T-Bag. Ja, der wird verrückt, wenn er bei 0 ist. Ja, ja. Bei wie viel ist er denn? Bei 9. 9 ist okay. Okay. Alles voller Geister. Lauf weg. Da müssen wir doch vorsichtiger sein. So, welche Falle hat denn mein Danny? Die gute. Da ist auch noch ein Platz drin für den Geist. Das heißt, die werde ich ihm mal hier hinlegen. Und dann würde ich dem gerne einen draufbraten, aber das funktioniert nicht. Schade. Ja. Nein. Trefferchance durchschnittlich, aber immerhin besser als nichts. Ja, das ist gut. So ist gut. Dann nimm nochmal Abstand. Betäubt. Oh oh. Oh oh. Okay, Danny. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Was tun wir? Da ist auch noch Platz drin. Dann leg nochmal eine Falle dahin. Ach, das kann doch nicht sein. Ja! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Endlich Feierabend. Das ist hart. Das ist ein harter Kampf gewesen. Ich brauche dringend mehr Leute oder eine Strategie. Beides würde funktionieren wahrscheinlich. Einfach mehr Meat Shields, mehr Leute, die was einsacken. Oh Gott. $420 nur für meinen Geisteszustand. Okay, besserer Staubsauger. Schauen wir mal, ob wir was kriegen. Ja. Friedhof. Sind einige Blumen weggeflogen. Okay. Ich nehme das mal an. Wir fahren aber vorher noch zum Hauptquartier. Ja, das muss sein. So. Nochmal Friedhof, okay. Perfekt. Wo ist der Friedhof da hinten jetzt diesmal? Dann fahr. Fahr, fahr, fahr. Mir geht's gut. Meinen Leuten geht's ganz gut. Nein! Nein! Ich wurde abgeschleppt, weil ich nicht auf mein Benzin geguckt habe. Jetzt bin ich wirklich arm. Jetzt bin ich wirklich arm. Jetzt muss ich was reißen hier in der Mission. Hier spukt es bestimmt. Okay, Danny Dreamboy. Guck mal in die Richtung. Da ist er. Er könnte von überall auf mich zukommen. Ich brate ihm eine drauf. Ja, ich habe nur eine Lösung für jedes Problem. Ich brate ihm eine drauf. Okay. Ja, gehen wir nach hier. Und brate ihm eine drauf. Der läuft weg. Oh, da kommt der Nächste. Das ist aber gut. Ah, das ist nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Dreamboy. So, wen haben wir da? Den Klappermann, den Ausdauernden? Der hat viele Lebenspunkte. Und da haben wir einen Poltergeist, der hat wenig Lebenspunkte. Okay, T-Bag. Gib's mal dem Geist. Hier zeige ich, welche Talente in England verborgen sind. Und dann legt die Falle unter ihn. Oder dahin. Danny ist verflucht.
Okay, der T-Vec, der trifft von hier ganz gut. Naja, nicht wirklich. Der steht an der richtigen Stelle. Wenn der kleine Poltergeist wiederkommt, dann habe ich hier eine Falle liegen. Das passt. Schauen wir aber erstmal, ob ich den Klappermann da reinbekomme. Ah. Müsste eigentlich gehen. Verdammte Axt. Ja, da geht er. Den haben wir eingesperrt. Okay, T-Vec. Durchschnittlich. Dann gehen wir nochmal einen Schritt nach da. Wahrscheinlich. So soll das sein. Autsch. Das. Ach, da ist der Geist reinmarschiert, ja. So soll's sein. So, du bist. Drei Energie noch. Ah, fast. Nimm das! Nochmal. Ich muss einmal treffen. Damit er jetzt eingesaugt wird. Vorbei. Ah, okay. Ich habe wieder ein bisschen Geld gemacht, oder? Hm. Nur, dass es noch nicht vorbei ist. Okay. Nächste Runde. Danny, nimm die Falle wieder in die Hand. Und guck dich hier um. Niemand hier? Ja, stell dich mal hinter ihn. Wir gehen zusammen durch dieses gefährliche Gebiet hier. Im Gänsemarsch. Immer schön gegenseitig decken. Okay. Kann ich nur bis dahin laufen? Gut. Ja, wir machen das ganz langsam und methodisch. Schön hier einen Kreis gelaufen gleich und dann. Okay, du kommst keinen Schritt mehr weiter, aber du kannst noch. Da ist der letzte Übeltäter. Okay, Danny. Fang ihn. Durchschnittliche Trefferchance ist genug. Ja, das war genug. Ich kam, ich war, ich siebte. 1000 Pfund, das hat's wieder ausgeglichen. Meine kleine Inkompetenz vorhin. So, was haben wir? Neue Ghost Hunting News. Kurz vorgestellt, Ghost Vac. In unserer Reihe zu Herstellern von modernen Ausrüstungsgegenständen möchten wir heute Ghost Vac vorstellen. Alles läuft dort getreu dem Motto, hast du keinen, fang dir einen. Das bekannteste Produkt der Firma ist der Catchobot. Spezialgebiet baut autarke Fangroboter. Cool. Die bauen also Fangroboter. Ja, fahren wir mal zur Ausrüstung. Vielleicht kann ich mir so einen kleinen R2-D2-Kameraden in mein Team kaufen. Hier anscheinend nicht, nee. Fahren wir da oben zur. Na, warte mal. Wir fahren zum Krankenhaus. Ich brauche dieses Hauptquartier da. Ich kaufe mir jetzt das Hauptquartier da. Warte. Maklergebühren 2400 Pfund. 1200 Miete die Woche. Ich kaufe mir das nicht. Nein. Ich habe überhaupt kein Geld dafür. Für so Späße. Schauen wir uns zuerst mal an, was wir hier noch haben. Ich brauche eine neue Waffe für meinen Hauptcharakter. Für meinen Danny, den Dreamboy. Den Reliabiliator. Ein Open-Source-Device mit Reichweite 3. Das ist sehr wenig. Die Genauigkeit ist auch sehr wenig. Und der Schaden ist auch sehr wenig. Ich weiß nicht, was daran so toll sein soll. An dem Ding. Vergleichen wir es mal mit dem Sucket 3000. Hä? Zieht das Ziel um x Felder heran? Ach so. Damit mache ich Schaden und kann ihn zu mir ziehen. Ah ja. Das ist natürlich cool.
Im Moment habe ich ja die Dinger, die ziehen auch heran und machen Schaden. Das heißt, ich gebe meinem Charakter ein Suck It, meinem Hauptcharakter, meinem Danny dem Dream Boy. Ja, den Modified Vacuum Cleaner, den behalten wir erstmal. Und ich kann sie auch wegstupsen. Es macht so langsam alles ein bisschen mehr Sinn. Ich verstehe so langsam ungefähr, wohin die Reise geht. Tanken. Hauptquartier. Und dann den Auftrag annehmen. Ich brauche dringend Hilfe. Das machen wir nächstes Mal. Bis dann.